brauchst keinen Kopf mehr. Und es ist alles viel zu dunkel. Ich kann keine... ich kann die Fackeln benutzen. Später. Wir bräuchten das, jenes, hier und da. Bist du ein Mensch? Nein. Ripley, gut, dass ich es in einem Stück geschafft habe. Apollo Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, aber okay, dass nur Sixen-Synthesen auf ihn zugreifen können. Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Oh oh. Mach nichts Drastisches. Bitte mach nichts Drastisches. Ja, Apollo wird sich in ihn reinhacken und dann hat Apollo Zugriff auf einen richtigen Syntheten und nicht so einen Seeks-and-Scheiß. Was machst du da? Aber hey, 15 Kugeln aus einer Magnum sollte auch einen guten Syntheten zerlegen. Sieht nichts. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Nein! Du kannst dich nicht selber neu formatieren. Das ist doof. Dann bist du nicht mehr du. Ja. Er wird durchdrehen, er wird versuchen, Ripley zu töten, Ripley wird ihn zerstören und dann kommt das Alien wieder. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Ist das Wasser auf dem Boden? Was? Warnung, Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Unbefugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße, Samuels, ich werde es versuchen. Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Rotes Kabel. Okay, zuerst rot. Ich habe kein Licht. Rot. Sehen ist gut, ich kann es fühlen. Ich hab's. Blau getrennt. Was jetzt? Grün. Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen. Grün. Apollo, mach das. Bleib mir noch eins. Leicht. Ich brauche das nächste, Samuels. Was? Was ist da los? Gefunden. Nur noch zwei, Ripley. Was? Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Ich hab kein Licht. Ich sehe keine. Eine Minute, 30 Sekunden. Da. Bodenplatte.
Vielleicht einfach hier, aber hier ist keine entdeckte Bogenplatte. Achso, das offene da vielleicht. Hab's gefunden, Samuels! Jetzt nur noch eins, Ripley! Das hier? Das war grün. Ja, ich glaube das hier. Vollpfosten! Ihr sollt besser sein als wir Menschen und nicht so doof. Sie sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samia. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Also kämpfen wir doch nicht gegen ihn. Oder wurde doch nicht übernommen. Schön. Schön. Also nicht für ihn, aber... Ja. Wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Ich bin hier. Tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt. Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abriegelung aufzuheben. Ja, Spiel. Danke, dass ich jetzt nichts sehen kann. Dann halt so. Ich hätte nicht so verschwenderisch sein sollen mit den Batterien. Hier war noch irgendwo eine Tür, wo man nur reinkam mit Strom. Also ich backtracke gerade ein bisschen nur in der Hoffnung, dass wir irgendwo noch Zeugs finden, jetzt wo Strom wieder da ist. Huh? So, dich. Ausweiskarte. Mehr Schrott, den ich nicht brauche. Ne. Oh, zweite Tür. Schon mal gefunden. Jetzt sind wir beim Kreis. Okay. Zu ihm. Ne, hier geht's wieder im Kreis. Ich will nicht wieder im Kreis. Also hier. Den ganzen Weg bei den Kameras wieder durch und dann rechts rum. Warum hat da gerade was gepiept? Hi. Sollte jetzt langsam vorsichtig sein mit der Munition. Jetzt, wo ich hier eine ganze Spur aus Synthet hinter mir gelassen habe. Nehmen Sie den Privattransit nach Apollo-Kern. Ich hoffe, das ist nicht da drin, weil da drin ist dunkel, ich sehe nichts. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Gucken wir mal kurz da rein. Ne.
Das heißt, wir müssen jetzt zurück zu dieser Sprungeinlage, aber da der Strom wiederhergestellt wurde, müssen wir nicht springen, richtig? Hier sollten. Ich habe hier gerade was gefunden, eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Sie sind Marlow, oder? Ja. Ich bin Taylor, Sektorleiterin Wayland Yutani. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma? Halten Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayland Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel... Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Ich hab's gehört. Ja, hat sie. Aber was genau bedeutet das jetzt? Weil Taylors Job war ja von vornherein, die Angelegenheiten von Wayland Yutani... Ne, Moment mal. Sie war so eine Art Anwalt. Von Wayland Yutani? Dann wäre ja an sich nichts so super Schlimmes dran, was sie gemacht hat. Außer, dass es sich so anhörte, als wenn sie halt wissen wollen würden, wo das Alien herkommt, um da wieder hinzugehen. Nicht, um das zu verhindern. Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Da dann. Beide zum Apollo Kern? Oh, nimmer. Das bringt gegen Androiden gar nichts. Das da. Und irgendwas scheint da noch passiert zu sein. Also sie wollte wohl den Gefangenen befreien. Für Informationen und ein Fluchtschiff. Aber dann kamen die Chiwis. Und der andere ist durchgedreht. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Hinterlassen Sie keinen Abfall. Muss er vielleicht eine MP-Mine aufbewahren für... Diese Waggon für den zentralen Apollo-Hauptcomputer, Sevastopol-Wissenschaft und... Für den Computer. Da jetzt genau in den Kern gehen und da eine MP-Mine zünden, könnte das vielleicht Apollo, ne, stilllegen. Hat er Kontrolle über die Lebenserhaltung? Sie sind auf dem Stockwerk über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsystem und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Sieht schon mal high-techiger aus hier. So, wir haben zu viele Komponenten. Dann bau doch. Was nimmt denn die Komponente B? Hier. Ja,
Morgen gemeinsam. Sigsens Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik. Nein. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert haben. Es ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besetzt. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Nee, das kann ja noch zu dem Zeitpunkt der Aufnahme zumindest auch im Sinne der Menschen sein. Wegen dem Alien. Die wussten nun nichts davon. Apollo hat es vielleicht zuerst mitbekommen. Wollte die Menschen dann schützen, dann sind die Menschen auf Apollo. Haben versucht, mal Apollo umzuschreiben und dann konnte das Alien sich frei bewegen. Das Alien hat alle Menschen umgebracht und ja. Schusswaffen registriert. Ach. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Nein. Sicherheitsförderband. Da. War ein Versuch wert. Apollo bedanken sich. Jede Wette. Ach, die kommen hier gar nicht mehr raus. So funktioniert das normalerweise nicht. Ah, herrlich. Fahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. War vielleicht ein Zugangscode. Geh mal zurück. Da. Übersehen. Also es gibt nur den Weg hierher. Von hier aus gibt es auch. Von hier aus gibt es nur den Weg hier rein. Und von hier rein gibt es keine Platte, die man öffnen kann. Keine Tür, die man öffnen kann. Zack her. Untersuchen Sie die Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. Was für Schaubilder? Okay, mal sehen. Das da. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Also Schaubilder, Karten.
Karten wären vielleicht eine offensichtlichere Übersetzung. Ich muss ihn zuerst abschalten. Ja, erstmal sichern, Play. Erstmal sichern. Jupp.